Aus Leidenschaft für uns, so haben wir das Heft genannt und möchten damit ausdrücken, was für uns sozusagen die Mitte ist der Bewegung Gottes zu den Menschen, eine Bewegung aus Leidenschaft, die Leidenschaft im Doppelsinn aufnimmt. Das englische Wort Passion bedeutet Leiden und Leidenschaft oder Liebe zusammen. Und in diese Bewegung wollen wir uns mit dem Heft hineinbegeben. Wenn Sie es aufblättern, die Einleitung beginnt mit der Feststellung, das Kreuz ist uns vertraut und fremd zugleich. Vertrautheit und Fremdheit, so denken wir, sind immer schon da. Und es wäre eine Illusion, nach rückwärts sozusagen in die Vergangenheit hinein zu meinen, früher sei das nicht so gewesen oder es sei einfach klar gewesen, was mit dem Kreuz gemeint ist. Der Zugang zum Kreuz war, so denken wir, nie selbstverständlich. Er ist heute aber vielleicht noch zusätzlich ein bisschen schwerer, weil die traditionelle Sprache immer weniger verstanden wird. Und er ist heute auch zusätzlich schwerer, weil mit dem Kreuz Christi vielfach ethischer Missbrauch getrieben wurde. Für mich wird es immer deutlich an einer kleinen Szene aus dem wunderbaren Roman von Ulla Hahn, Das verborgene Wort. Da ist die Oma und kämmt der kleinen Hildegard die langen Haare und das zieht immer, wenn lange Haare ausgekämmt werden. Und sie quietscht und wehrt sich und die Oma sagt, halt still, Christus hat mehr gelitten. Das ist so eine kleine Szene, an der, glaube ich, deutlich wird, dass immer wieder Leidensbereitschaft eingefordert wurde, teilweise auch von Opfern zusätzlich noch Selbsthingabe gefordert wurde. Und ab und an das Kreuz zum Machtmittel schwarzer Pädagogik wurde. Über solche Erfahrungen muss man sozusagen hinwegsteigen, wenn man heute nach der Bedeutung des Kreuzes fragt. Und im Lichte solcher Erfahrungen scheint es manchmal so zu sein, dass Abschied nahe liegt. Warum können wir nicht ein Christentum haben ohne Kreuz? Wir haben im Theologischen Ausschuss lange diskutiert und haben gesagt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil dieser Tod die Seinen tief erschüttert hat, das Kreuz also Teil ihres Lebens war, steht es uns nicht frei, es einfach abzuschaffen. Sie haben es, die Jünger, die Jüngerinnen haben es damals mit Gott in Verbindung gebracht und uns steht es gut an, dem nachzufolgen. Denn auch heute ist es ja so, dass das Kreuz Teil unseres Lebens ist. Wir müssen mit Leid, Tod und Schuld umgehen und Leben lernen. Ich habe in Erinnerung ein Gespräch aus dem letzten Jahr, da sagte eine Frau aus der Gemeinde, der ich zugeordnet bin, es erwartet doch keiner einfache Antworten, wo es um Leid, Schuld und Tod geht. Wer auch nur ein bisschen Lebenserfahrung hat, sagte sie, der weiß doch, wie schwer das ist, damit fertig zu werden. Was ich brauche, sind Worte, die verständlich machen, dass die Hoffnung auf Gott da nicht am Ende ist. Die Frage nach Liebe und Vergebung stellt sich, glaube ich, besonders in Kreuzsituationen. Und wenn wir da nicht weiterdenken, dann blenden wir Teile unserer Realität aus. Und das andere, das Kreuz ist einfach in der Welt. Menschen leiden und sterben an den Folgen von Sünde, an den Folgen der Zerstörung der Lebensordnung Gottes. Sünde ist nicht bloß ein negatives Menschenbild, sie ist real, sie hat Folgen, sie zerstört Gerechtigkeit, Frieden und die Schöpfung. Es geht also nicht bloß um uns und Gott und eine akademische Frage nach Genugtuung, sondern um die Gerechtigkeit in der Schöpfung. Und auch hier gilt, wenn wir da nicht weiterdenken, dann blenden wir die Folgen unserer Lebensweise aus. Darum meinen wir, die wir die Arbeitshilfe im Ausschuss geschrieben haben, es lohnt sich, die traditionelle Sprache in moderne Worte zu übersetzen und sich auf die Sache wieder einzulassen. Warum musste Jesus sterben? Musste er sterben? Uns wäre es lieber, es wäre nicht dazu gekommen. Aber sein Tod ist eine historische Tatsache und damit hätte es sein Bewenden haben können. Christen und Christinnen aber haben diesen Tod nach Ostern theologisch gedeutet. Was da geschah, haben sie gesagt, sollte geschehen.
Sie wagten sich daran, das zu denken. Sie hielten für möglich, menschliche Gedanken wollen das Leid vermeiden, Gottes Gedanken schließen das Leid und auch den Tod Jesu ein. Da ist dieser Dreh. Sich wagen an die theologische Deutung heißt, sich zu fragen, inwieweit wir unsere Vorstellungen verwirklicht sehen wollen oder uns auf Jesu Weg einlassen. Wir plädieren also dafür, uns auf ein Müssen in der Leidenschaftsgeschichte Jesu einzulassen und legen dann dar, in welchem Kontext nach diesem Muss gefragt werden kann. Es geht nicht um einen äußeren Zwang. Jesus geht den Weg der Liebe in seinem ganzen Leben. Er willigt ein, ihn zu gehen. Und dieser Weg führt ihn an die Seite und sozusagen in die Haut der Menschen. Und dieser Weg wird durch die Macht der Liebe Gottes bestimmt. Fragt man also nach dem Muss in Jesu Geschichte, ist dieses Muss in der Konsequenz der Liebe zu suchen. Und sein Kreuz, sein Tod, ist das Heil oder ist das nicht der Begriff, der Inbegriff von Unheil? Es ist Heil. Zum Heil gehört die Aufdeckung von Unheil, die Gewissheit, dass kein Raum, kein Ort ohne Gott ist. Es ist Heil, im Leiden nicht gottlos zu sein, gerade da und dann, wo und wenn die Folgen der Gottlosigkeit spürbar werden, in die Gottesgemeinschaft zurückgeholt zu sein. Jesus tritt an unsere Stelle, ist unser Stellvertreter. Wir Menschen versuchen uns in der Position ohne Gott bzw. an Gottes Stelle als kleine Götter zu behaupten, also selber Richter über Leben und Tod zu sein. Jesus geht dahin, wo der Mensch sein sollte, als der, der Gott gehorsam ist und der nicht mitmacht beim Richten und Töten. Nämlich er lebt ein der Weisung Gottes folgendes Leben. Das führt ihn ans Kreuz, wo wir Menschen wären ohne ihn, und zwar nicht, weil Gott es so fordert, sondern weil das die Folge der Sünde der gestörten Gottesgemeinschaft ist, sozusagen weil unsere Sünde uns umbrächte ohne ihn. Diese Stellvertretung ist ein bisschen so, wie es auch bei Versöhnung unter Menschen ist. Jemand muss sich bewegen, in die Rolle des anderen schlüpfen, vielleicht gemäß dem Sprichwort, urteile nicht über einen anderen, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gegangen bist. Ist Jesus ein Sühnopfer? Nein, die äußeren Merkmale des Opfergeschehens fehlen und das Motiv wird als Deutungsbild für die Heilung des gestörten Gottesverhältnisses benutzt. Seine Aufnahme im Hebräerbrief sprengt die reale Opfersituation. Und Grund für die Aufnahme des Bildes ist das Bekenntnis, Gott war in Christus, sodass derjenige, der versöhnt, nicht der Mensch ist, der Gott versöhnt, sondern Gott die Menschen mit sich selbst versöhnt. Jesus war ein Opfer im Sinne von Victim, dem englischen Begriff, also ein Opfer, das von Menschen dazu gemacht wird. Er opfert sich aber auch selbst im Sinne des englischen Begriffes Sacrifice, also er gibt sich selber hin. Beides ist in ihm zusammen, er ist selbst unter den Opfern und setzt sein eigenes Leben ein. In ihm will der sich hingebende Gott im Sinne von Selbsthingabe, Sacrifice, bei den Opfern Victims sein. Und das Ziel ist es, ein Ende der Opferforderung, ein Ende der Überzeugung, Opfer gehörten dazu und müssten gebracht werden, herbeizuführen.